Ja, herzlich willkommen bei unserem Minecraft-Account und wir wollen euch heute eine Let's Show von unserer Tierfarm machen und da fahren wir jetzt erstmal mit einer Eisenbahnstrecke, aber das kennt ihr schon alles aus den Videos von uns. Genau, und jetzt ist da auch schon, ja, das ist die Tierfarm, daneben ist nämlich auch eine Monsterfalle, das kennt ihr ja schon alles. So, ganz gut, jetzt gehen wir da mal runter und ja, jetzt sind vier Türen, da sind Kühe drin. Genau. Jetzt geht da mal rein. Ist nicht überfüllt. Und nach einer Zeit könnt ihr einfach da reingehen und alles töten. Da sind Schafe drin. Und jetzt schneller Wolle haben geht wirklich nicht. Ja, und ganz gespannt. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie man eben an die Hölle kommt. Ein Höllenportal baut. Aber da seid ihr schon sicher ganz gespannt. Und guckt mal, wie schnell das geht. So leicht. So geil ist Minecraft. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass die ganzen Hühner nicht rauslaufen. Das wäre nämlich sehr blöd, wenn man die denn alle töten müsste. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir nochmal zu den Schafen und demonstrieren euch, was Schafe sind. Und ja, ach, da waren wir ja schon, Christoph. Ja, und das sind Schweine. Und die töten wir jetzt auch nochmal. Da ist ein Schaf drin, das hat da nichts zu suchen. Ja, und denkt dran immer, das muss ganz hell sein. Und genau, jetzt fliegen wir hier einmal. Und das würde ich mal sagen, das war's. Ach ja, nee, nee, wir haben noch was zu zeigen. Ich weiß zwar jetzt nicht was, aber das wird mein sicherer Kollege ja gleich machen. Ja, und da sind wir jetzt ein bisschen gedisst. Und hier schon wieder, aber das ist ja egal. Wir können es ja auch ein bisschen besser machen, so wie hier. So, und das ist eine Bahn, nichts für Rentner. Ja, das sind schon unsere Kaktusfarmen. Da ist wieder eine aus unseren Videos, unsere Selbstschussanlagen. Wir werden euch auch noch bald zeigen, wie man eine TNT-Kanone baut. Das wird sehr gut sein. Genau, da sterben wir. Und das sind unsere Köter. Ja, und ich würde mal sagen, das war unser nächstes Video und besucht uns einfach weiter. Ja, Schwerter können die Hunde leider nicht essen, Christoph, aber das ist ja jetzt auch egal.